Hey, was machst du eigentlich nach der Schule? Noch gar keine Ahnung? Wie wär's dann mit einem FSJ oder BFD? Da kannst du deine Fähigkeiten ausprobieren, deine Talente für andere einsetzen und einfach mal ein Jahr so verbringen, dass du nochmal über dich und deine Fähigkeiten nachdenken kannst. Interesse oder du weißt noch nicht so genau? Dann komm doch einfach mal mit. Ich bin im Unterricht tätig. Ich mache vor allem bei den Grundschülern mit und helfe da im Unterricht einfach dem Lehrer und laufe rum und unterstütze sie einfach. Und für mich das Coolste daran ist, dass man die Kinder da halt auf einem ganz persönlichen Level kennenlernt und dass man so dieses Gefühl, man kann so testen, wie es ist, so ein Lehrer zu sein. Also ich bin in der Kernzeit und da gibt es zwei Aufgabenbereiche im Groben, und zwar einmal die Hausaufgabenbetreuung, die findet als erstes statt am Nachmittag. Und da muss man einfach die Kinder beaufsichtigen und denen bei den Hausaufgaben helfen, schauen, dass sie ruhig sind. Und ja, das ist ziemlich cool, weil man so eine persönliche Bindung zu den Kindern aufbauen kann. Und der zweite Teil vom Tag ist dann die Spielzeit. Da kann man zum Beispiel hier in die Werkstatt gehen und mit den Kindern was bauen. Oder auch einfach Spiele spielen oder denen was vorlesen. Hallo, und zwar bin ich im Bereich Verwaltung eingeteilt. Und hier gibt es viele verschiedene Aufgaben. Zum Beispiel muss man hier teilweise Unterlagen scannen. Also man hat einen ziemlich großen Einblick in, was so hinter den Kulissen der Schule passiert. Und das finde ich ziemlich cool, weil normalerweise kennt man die Schule ja nur so von außen. Trotz Corona haben wir hier in der Freien Evangelischen Schule Stuttgart eine relativ normale Atmosphäre. Wir haben hier eine Notbetreuung, wo wir einzelne Kinder einfach mit denen lernen und betreuen und schauen, dass die ihre Aufgaben machen. Aber es macht auch richtig Spaß, mit denen in den Pausen zu spielen und einfach auch so Gemeinschaft zu haben mit denen. Und wenn Corona nicht ist, dann gibt es auch was richtig Cooles, nämlich Winterbach, das ist die Außenstelle. Und da kann man auch so einzelne Schüler rauspicken oder es kommt mal ein ganzer Klassenverband. Und dann machen wir mit denen ganz verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Brot backen oder Apfelkuchen backen. Ein Bereich von den FSJlern ist auch die Hausmeisterei. Zu den Aufgaben gehören da einfach solche handwerklichen Aufgaben, die immer anstehen in einer großen Schule. Und ja. Man macht viel Unterschiedliches, also man ist mal drinnen, mal draußen, Gartenarbeit, drinnen mal putzen, aber auch gießen. Man kann sich da auf jeden Fall was mitnehmen fürs Leben. Also ein weiterer Bereich der FSJ ist die Küche und da lernt man, wie es schon sagt, kochen. Also kann sich Rezepte mit nach Hause nehmen, muss aber auch abschätzen, wie viel essen, muss man für wie viele Menschen kochen, genau sowas. Und ja, auf jeden Fall auch was sehr Positives ist eben das Küchenteam. Genau. Das ist eben, dass man zusammen in der Stresssituation dann beim Ausgeben eben einfach zusammen funktioniert und das ist auf jeden Fall sehr wichtig, so ein freundliches und nettes Team zu haben dann. Und das leckere Essen. Wir fahren auch alle mehrmals auf Seminare außerhalb der Schule mit ganz vielen anderen FSJ-ern oder BFD-lern, wo man einige Dinge zusammen macht, zum Beispiel Gruppenbuilding, Teambuilding, wo man aber auch über Sachen spricht, wie zum Beispiel Zukunft, was will man in der Zukunft machen. Und da wir auch eine christliche Schule sind, werden dort auch Themen wie Glaube angesprochen und es gibt auch oft dann auf den Seminaren Gottesdienste oder auch hier die Schule veranstaltet manche Events und man darf auch selber hier gerne an der Andacht mitgestalten, das hat eigentlich auch richtig Spaß gemacht. Und ja, die Werte von der Schule sind auch christlich und man spürt auch hier die Atmosphäre, dass die Menschen einfach freundlich sind. So, das war auch schon unsere kleine Tour durch die FES Stuttgart. Wir haben die Einsatzbereiche von den FSJlern gesehen und ich fand es ziemlich spannend und ehrlich. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, naja, es klang schon interessant, aber kann ich mir das überhaupt leisten? Kriege ich auch was dafür? Ja, na klar. Also, ihr kriegt bei uns 350 Euro, so eine Art Taschengeld, irgendwie Aufwandspauschale. Dazu kommt dann noch Mietzuschlag, falls ihr extra an die Schule ziehen müsst. Dann kommt da noch dazu, dass ihr jeden Tag bei uns kostenlos Mittagessen dürft. Und es kommt dazu, dass ihr noch ein Ticket kriegt, womit ihr durch Stuttgart fahren könnt. Ist ja ganz wichtig.
Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann geht doch einfach auf die Internetseite www.fes-stuttgart.de. Da findet ihr noch ein Video, wo die Schule ganz allgemein gefilmt ist. Und wenn alles gut läuft, dann bewerbt euch doch jetzt einfach, einfach online, schickt die Bewerbung ab und dann sehen wir uns im nächsten Jahr. Beeilt euch, wir haben nur begrenzte Plätze. Bis bald.